guten Morgen. Also die Nacht ging's. So, morgens wird es kalt und ich war nur ganz dünn zugedeckt, weil gestern war eine Affenhitze. Und ja, heute muss ich meinen Schlafsack rausholen. Wahrscheinlich hier in der Nähe, direkt vielleicht so 10 Meter, ist ein Fluss oder ja. Und wahrscheinlich davon kam diese Kälte. Ja, jetzt frühstücken habe ich mir gerade gegenüber von Bäckerei leckere Kaffee und so Croissants geholt. Und dann ein paar Meter weiter, wie da so Gottes Verfügung möchte, ist ein Turmbaumarkt. Da fahre ich hin und dann besorge ich mir Steilseil, um hier diese Kupplung zu, ja, besser zu reparieren. Oh, guck mal, was habe ich da entdeckt. Das ist hier an diesem Stellplatz da jetzt für die Wohnmobile. Gibt es auch Elektroanschlüsse. Und hier ist so eine, ja, Steuerungssäule. Wo kann man das bezahlen? Und zwar hier ist ein Münzautomat. Man schmeißt Geld und man kriegt Strom. Gut, dass ich so diese Adapter gekauft habe. Das ist ja eine interessante Alternative. Kannte ich dort nicht. So, jetzt bin ich bei Turmmarkt, will ich so Stahlseil kaufen, um die Kupplung besser zu reparieren. Ein paar Unterlegscheiben. Ja, und dann gucken, was noch so könnte gebraucht werden. Muss ich mich kümmern auch um mein Rücklicht da an den Fahrradwohnanhänger, weil der hat gestern nicht funktioniert, obwohl vor 2 Tagen habe ich die Batterie ausgetauscht. Vielleicht ist das irgendwie Kontaktproblem, mal sehen. Ja, und Fahrradhupe bzw. Klinge muss ich kaufen, weil ich habe diese Blitzbalk dafür, meine Hupe da verloren. So, da war ich erfolgreich auf dem Jagd. Beute habe ich gemacht. So, das wird jetzt gleich repariert. Und da suche ich mir ein schattiges Plätzchen. Ja, glaube ich, das wäre das bessere Plan, weil die Sonne fängt an zu strahlen. So, und das ist die alte Trompete. Adieu! Und das ist der neue Klinger. So, jetzt kann die Reise weitergehen. Das war brutal. Bin ich gerade von Tom Baumarkt gestartet, von Büren. Und direkt 2 Kilometer langer Aufstieg. Nur bergauf, mit ersten Gang, mit voller Unterstützung. Aber es scheint gleich gerade zu gehen. Ich hoffe, ich bin fertig. Und es geht nicht nur über Asphalt. Jetzt fahre ich so durch den Wald und Google Maps führt mich. So, mal sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Klein Mann ist hier. So riesige Ding. Oh. Guck sich das an. Hier diese Fische, da die Bullen. Man, das sind Monster. Also eine Tonne wird bestimmt haben. Boah, was für ein Stück, mein Gott. Okay, aber hilft nicht weiter. Geht weiter. Oh Mann, dann bin ich fertig. Also 4 Kilometer lang bergauf. Mit dem kleinsten Gang, mit größte Unterstützung, gerade ebenso geschafft. Akku ist fast leer. Muss ich finden, schnell in der Nähe was zum Laden. Und ich brauche Pause, ich bin fertig.
Und dann fahre ich den trampelnden Backhoe und sagte, bist du Stani bescheuert? Du bist doch nicht in Pampa, nicht auf der Arsch der Welt. Guck mal, denk mal nach, was hast du da Unnötiges mitgenommen? Dann habe ich so ein bisschen durchsortiert hier im Wagen. Und das ist das Ergebnis für meinen Abschied. Ein Verlängerungskabel, 230 Volt. Gummi montiert, mindestens eine Kilo, wenn nicht mehr. Ein Kocher, Spiritus-Kocher und ein Spiritus dazu, mindestens 2 Kilo. Ersatz, Material, Winkel, Eisenstange, Leck, will ich jetzt nicht besser sagen, mindestens so 1,5 Kilo. Und Essen natürlich. So, die Dose habe ich jetzt gekillt, aufgegessen. Aber ich habe Essen mitgenommen für 3 Tage oder 4. Mensch, wir sind nicht da in der Wüste. Da alle kann man hier kaufen. So, deswegen, das habe ich aussortiert. Und ja, da habe ich fertig. Ich hoffe, das sind so ja 5 Kilo mindestens. Und dann mal sehen, wie der Weg weitergeht. Man muss offen sein für Veränderungen. Ja, ich werde jetzt den ganzen Zeug zusammen in eine Tasche packen. Habe ich noch 4-5 Kilometer bis zur nächsten Ladestation und dann lasse ich das zu verschenken. Das sind so Sachen, die kann man gut gebrauchen. Müll natürlich entsorge ich und ja, so ist es. Einmal muss man Schluss machen. So, Akku leer, mache ich jetzt laden nach dem großen Berg. Da ist nur ein Ladebalken, also das wird noch ja so 1,5-2 Stunden dauern, bis der voll ist. Ja, und jetzt mache ich Pause in dem Zeit. Und jetzt geht's weiter. Ach, guck mal, wie das schön hier ist. Und da ist ein netter Fahrradweg, total klasse. So, und überraschenderweise bin ich jetzt von schönen asphaltierten Fahrradweg weg, so in ja, Waldweg reingekommen. Und es geht seit über 1,5 Kilometer Berg runter. Da bin ich auch froh, dass ich die Bremse da in den Anhänger habe. Also die Navigation, ob Komoot oder Google, jetzt wenn fährt ihr da jetzt mit dem Fahrrad und Fahrradwohnanhänger, ist sehr überraschend, muss man so diplomatisch sagen. Da ist der schöne Weg. Gut, hast du Steigerungen rauf, runter und dann plötzlich Asphalt zu Ende und dann hast du Waldweg. Wo kommst du so quasi nur mit Panzer durch? Und dazu noch so mit 20% geht runter. Also das war eine Scheiße. Dann bin ich jetzt auf Bundesstraße B7 gekommen. Und dann düse ich ab wie Rakete mit 25, mit 30 km/h glatt. Ja, ist unangenehm, weil diese ganzen Autos, die vorbeifahren, sind scheiße. Ist auch gefährlich, aber nicht weniger gefährlich, als so einen Berg runter zu rutschen da. Also ich bleibe jetzt auf der Straße und so kann ich wenigstens auch die Kilometer machen, sonst schaffe ich bis Gera nicht pünktlich. So, das war jetzt erstmal kurzer Fazit von letzten ja, 15 Kilometer. So, habe geschafft bis zur Warbung mitkommen. Mache ich jetzt den Akku laden, bin ich mitten in der Stadt. Dann gehe ich noch einkaufen. Ja, und dann, wenn das noch genug hell ist, dann werde ich hier von der Stadtmitte abhauen Richtung Kassel. Finde ich einen Übernachtungsplatz und das war's. Und so seht die Ladesituation, habe ich mich an der Säule da gewählt, dann mit dem langen Kabel unten in den Wagen rein,
Da ist mein Ladegerät und der Akku. Und jetzt mache ich die Tür zu. Mache ich abschließen. Und dann kann ich einkaufen gehen. Ich glaube, gönne ich mir ein Eis. So Leute, ohne Kocher kann man auch überleben. Und es wird schmecken. Willkommen in Warburg. Habe ich gerade mir noch schnell was gekocht. Ja, kleiner Scherz. Ich habe mich verabschiedet mit dem Spirituskocher. Und habe ich mir leckere Dönerpizza geholt. Cola, oh mein Gott, was habe ich da für Hunger. Das tut gut. Ich habe jetzt geschafft bis Flughafen Kassel. Und lade ich meinen Akku. Der ist jetzt zu 40% noch voll. Mache ich den richtig voll. Und dann in Dunkelheit werde ich suchen einen Übernachtungsplatz und damit ich morgen früh rechtzeitig, ohne Zeit zu verlieren, zu laden starten kann. Hier ist nichts los, ne? Kaum was sich bewegt und klarer Himmel. Ja. Und hier, wenig romantisch, hier ist mein Ladepunkt, wo ich den Akku voll mache. Und neue Entdeckung, hier ist ein, ja, wie Wartepunkt, Servicepunkt für behinderten Menschen. Quasi direkt, wo ich da lade. Hier kann jemand, der behindert ist oder Hilfe braucht, kann die Hilfe holen. Und dann guckt mal, was ist hier. Eine Steckdose, die funktioniert und da braucht man nicht bezahlen. Das ist aber cool.